Morgen. Ich glaube, ich weiß noch gar nicht, was ich heute machen werde. Aber das kennen wir ja. Ich fange erstmal an mit Wasser. Guten Morgen. Einmal nass machen. Ja, es ist total dunkel draußen. Wir haben es morgens und es ist dunkel und scheint heute auch nicht hell zu werden. Ich fange mal an und nee, ich fange erstmal mit der Farbe an. Also ich habe mir ein paar Farben hier hingestellt. Ja, starte einfach mal mit dem Raufschmeißen der Farbe. Und das ist doch schon wieder ein guter Start. Du kennst das vielleicht, dann willst du was malen. Und ja, kann man auch einfach mal die Finger benutzen. Also ein bisschen rumschmieren, einfach mal so reinkommen ins Malen. Gerade wenn man nicht weiß, was man machen will, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit. Kommen schon die Ideen? Ich habe mir jetzt einfach mal schnell ein Blatt geholt und nehme jetzt die Kreide, die Kohle. Und ja, mach die immer klein. Ja, die eignet sich gut, die Bürste. Und schon bin ich inspiriert. Also das inspiriert mich jetzt gerade. Auch das Blatt hier, finde ich auch gar nicht schlecht. Es sieht auch nicht schlecht aus. Inspiriert mich auch. Also ich kann wunderbar langsam arbeiten und hier die Stelle finde ich ganz schön. Aber ich finde auch insgesamt das ganze Gebilde hier sehr, sehr schön mit diesem Verlauf von den ja, Kohlesteinchen, Krümelchen, sage ich mal. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ich will hier ein bisschen malen und gucke jetzt mal, dass ich hier ja, mich weiter inspirieren lasse. Hat schon mal Spaß gemacht und jetzt habe ich hier so eine schöne Mischung aus diesem ja, monochromen Farbverlauf und jetzt gebe ich mal Farbe einfach dazu. Also welche Farbe nehme ich jetzt? Egal, nicht lange nachdenken und mach einfach. Ja, ich bleibe einfach nochmal bei dem Werkzeug und guck mal, wie es sich so weiter hier schön verteilen lässt. Und es macht halt Spaß, einfach mit dem auch zu arbeiten. Ein bisschen wärmer werden. Also ich nehme einfach nochmal ein wärmeres Grün. Ja, vielleicht auch ruhig nochmal den Anfangsfarbton. Hellblau.
Hellblau ist auch schön dazu. Sind eh schon so ein bisschen blaugrüne Töne da drin. Einfach rauf. Hat was für mich von Feldern und jetzt brauche ich nochmal so einen satten Erdton dazu. Himmel und Wiesen und ein bisschen Erde. Ach schau mal, du hast hier schon so eine Begrenzung, die kannst du einfach wieder aufgreifen. Und so orientiere ich mich auch immer wieder an dem, was schon da ist. Ja, die Farbe war ja eh schon da und jetzt kann ich hier nochmal so ein paar Formen mit rausziehen. Aber die sollen ganz gegenstandslos sein. Also ich möchte auch keine abstrakten Formen haben, sondern wirklich in diesem Gegenstandslosen bleiben. Hier noch ein Klecks und dann war es das. Ich glaube, jetzt bin ich fertig. Es hat Spaß gemacht. Ich lasse es so. Ich überlege ja immer noch, während ich hier schaue, ob ich doch noch was mache. Aber ich bin fertig. Also es gefällt mir. Es ist total intuitiv, abstrakt, gegenstandslos. Ich lasse es so. Es ist immer noch dunkel draußen. Das ist unglaublich. Also ja. Deswegen jetzt gerade jetzt tut die Malerei so gut. Ein paar Farben einfach auf die Leinwand holen, gar nicht kompliziert vorher sich einen Plan machen, sondern auch so intuitiv immer wieder einfach machen. Ne? Ja, unser Motto, ich freue mich. Und ja, also hier ist nochmal ein Werk von mir. Es gibt ganz viele natürlich und das gibt es auch als Druck jetzt. Auch größer auf Leinwand. Und ja, da schau einfach mal in meinen Shop. Dankeschön. Tschüss.
In dem Buch findest du ja auch alles zu den Werkzeugen und ja, alles Mögliche. Was ich dir hier nur noch mal mitgeben kann, ist, nicht zu viel nachzudenken. Wirklich einfach machen. Und wenn du vor der weißen Leinwand stehst und denkst so, boah, es geht gerade gar nichts, dann mach einfach, fang einfach an. Und über die Werkzeuge, über die Materialien, kommst du dann einfach immer von einem Stück zum nächsten. Und dann sich halt nicht auf das Ganze oder auf das mögliche Ergebnis konzentrieren, sondern eher auf den Moment. Das ist das, was ich dir hier noch mitgeben möchte. Also schön, dass du da bist, schön, dass ihr alle da seid. Danke für dein Abo, danke für dein Like und für deinen Kommentar. Vielen Dank für die vielen tollen Neujahrswünsche und überhaupt, dass ihr zum Neujahr auch im Chat wart. Ich war so begeistert, es war so eine tolle Stimmung. Also vielen, vielen Dank und hab einen schönen Start ins neue Jahr. Tschüss!